Die Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität, das sehe ich als grosse Herausforderung. Dass man dann nicht enttäuscht ist oder an sich selber verzweifelt, dass man sich vielleicht auch nicht die Schuld gibt, ich habe jetzt etwas falsch gemacht. Werde ich mein Kind verstehen? Werde ich das erkennen, was mein Kind jetzt für ein Problem hat? Wenn sie so frisch und jung sind, sind sie halt schon noch ja, so ganz fein und man muss schauen, wie hat man den Kopf. Und das ist wirklich gut, also wenn man da in guten Händen ist, dass einem geholfen wird. Gerade weil Schwangerschaft, Geburt mit viel Unsicherheit und Angst zu tun hat, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass sie einen Ort hat, wo sie einfach weiss, da kann ich entspannen. Die erste Nacht, das ist ein bisschen schwierig gewesen. Sie hat wollte essen, es war aber noch nicht wirklich etwas rum bei mir, noch an Muttermilch. Dann die Schwester gesagt hat, ja, sie nehme sie doch mit für 2-3 Stunden. Und das ist doch eine riesen Erleichterung, weil ich habe nachher Pause, 2-3 Stunden. Wir sind ein langjähriges Team, das finde ich ist auch ein gutes Zeichen. Wir sind eingespielt und wir haben einen grossen Erfahrungsschatz. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach Vertrauen hat, egal wo man hingeht, dass die richtigen Leute dort sind. Wir sind eine kleine, sehr familiäre Klinik. Man kann uns vorher kennenlernen im Hebammengespräch und kann da schon mal ja, so eine Art Verhältnis aufbauen. Fühlt man sich dann noch viel besser, oder, wenn man die Leute kennt?